Ich bin nicht Retro, sondern Actro, behauptet Nick steif und fest. Und erzählt dann, als ob das ein Beweis wäre, dass er mit seinem Commodore 64 jetzt auch online ist. Nick und ich sind schon seit der 7. Klasse befreundet. Ich hatte von einem Nachbarn gerade einen Schwung neue Spiele bekommen und nur Nick verfügte über die nötige Kopierpower. So begann unsere Freundschaft. Was machst du heute Abend, Alter? Zocken? Wenn du meinst. Alter, guck mal, was ich mir ersteigert habe. Stolz zieht er einen Commodore 64 aus dem Karton, also zocken wir drauf los. Kurz den Competition Pro Joystick gegen die Laufrichtung legen, gleichzeitig Feuer drücken und schon köpft Conan der Barbar seinen Gegner. Nick erhöht die Retro-Dosis, indem er eine alte Datasette aus dem Karton fischt. Er reicht mir eine alte Kassettenhülle entgegen. Raid over Moskau? Nick hat das Tape in die Datasette gefummelt und gibt Load ein. Schlagartig verdunkelt sich der Bildschirm. Scheint kaputt zu sein. Wie wild gibt er Sys-Befehle ein, stochert im Dunkel des Speichers nach der Startadresse. Buchstabe für Buchstabe baut sich ein Text auf, wie live getippt. Welcome to Data Corp. Fällt dir nichts auf? Die Sterne, Alter, die Sterne! In das Bild hat jemand zusätzliche Daten eingeschleust, getarnt als Grafik und obendrein verschlüsselt. Es ist eine Adresse, Fairfield, Iowa. Walter Day. Day ist der Gott der Videospiele. Wenn wir noch eine geheime Message wie in Raid over Moskau entdecken wollen, müssen wir so viele Spiele unter die Lupe nehmen wie möglich. Unser neues Ziel heißt Good Morning Grönland. Der letzte Level beginnt. Der Endgegner wartet. Welcome to Data Corp, Key. The time is the near future. Extra-Leben von Konstantin Gillies. www.marktropolis.de